randalierende Fußballanhänger des 1. FC Magdeburg nach der Partie gegen Hertha BSC. Lokführer, stinksauer, auf die Fans des 1. FC Magdeburg. In den sozialen Medien hat ein Lokführer Bilder eines von FCM-Fans verwüsteten Zuges verbreitet. Aufkleber, Schriftzüge, herausgerissene Kabel, die Bilder sind verheerend. Es stinkt nach Kot, Urin und Zigaretten. Der Schaden fällt laut der Ostdeutschen Eisenbahn enorm hoch aus. Magdeburg. Ich bin stinksauer. Mit dieser klaren Ansage veröffentlichte Lokführer Tobias B. am Samstag zahlreiche Fotos im sozialen Netzwerk LinkedIn. Darauf zu sehen, ein Zug, der stark verwüstet wurde und übersät ist mit Aufklebern des 1. FC Magdeburg sowie FCM-Schriftzügen an Wänden und Decken. Auch Elektronik wurde aus der Decke gerissen. Es reichte eine Fahrt von Berlin nach Magdeburg mit den Fans vom 1. FC Magdeburg, um einen 14-Millionen-Euro-Zug in Schutt und Asche zu legen, schrieb der Lokführer Wutentbrand. Der Zug, der war am Freitagabend nach dem Auswärtsspiel des 1. FC Magdeburg bei Hertha BSC auf dem Weg von Berlin nach Magdeburg im Einsatz. Der Gesamtschaden wird erst durch Sachverständige in der Werkstatt ermittelt werden, wie Geschäftsführer Lars Gerke auf Nachfrage mitteilte. Wir rechnen aber in Größenordnungen von mehreren 10.000 Euro. In einem eigenen Beitrag bei LinkedIn hatte Gerke zuvor auch den 1. FC Magdeburg und die DFL direkt adressiert. Wie wollen wir damit umgehen? Sollen wir pauschal Anzeige gegen Unbekannt stellen? Denn das Abkleben von Kameras gilt offiziell nicht einmal als Straftat. Es ist aus meiner Sicht aber die Vorbereitung einer diesen, schrieb Gerke. Der Geschäftsführer ließ in seinem Beitrag anklingen, dass man sich vorbehält, künftig von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und offensichtliche Fangruppierungen von der Fahrt auszuschließen. Möchtet ihr auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen, abonniert doch gerne diesen Kanal.